Anlässlich eines Tages der offenen Tür öffnete die Lebenshilfewerkstatt in Berlinchen gestern ihre Türen für Besucher. Mit 17 Standorten haben die Werkstätten eine regionalökonomische Bedeutung. In der Schreinerei arbeiten 47 Mitarbeiter mit 4 Gruppenleitern. Dort werden unter anderem Holzspielzeug und Kisten produziert. Ca. 80 Tonnen Holz werden pro Jahr verarbeitet. Zur Arbeit gehört unter anderem der Feinschliff sowie die Montage und Verpackung der Holzprodukte. Die Werkstatt in Gerlinchen deckt die Produktion vom angelieferten Rohholz aus dem Sägewerk bis zum versandfähigen Paket ab. Weitere Arbeitsbereiche der Werkstatt sind die Druckweiterverarbeitung, das Lasern, eine Küche sowie eine Wäscherei. Pro Monat werden 4,5 Tonnen Wäsche gewaschen. Hier glättet Petra Leutloff eine Bluse. An einem Verkaufsstand konnte man eine Auswahl an Produkten erwerben, die von den Werkstätten produziert werden. In dieser Szene ist das Gemüse des Biohofs August zu sehen, der ebenfalls zu den Lebenshilfewerkstätten gehört.